Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Speakers Excellence Impulse. Schön, dass Sie sich aufgerafft haben, dabei zu sein. Oder fiel das gar nicht so schwer, weil Sie ja wussten, dass wieder ein spannendes Thema auf Sie wartet. Unser Thema heute beschäftigt sich eben mit dem Überwinden, etwas zu tun. So zähmen Sie Ihren inneren Schweinehund. Heute sollen Sie Impulse bekommen, wie Sie Ihre Ziele und Visionen verwirklichen. Es gibt Tipps für Stressmanagement und Burnout-Prävention, wie eine gelungene Kommunikation in Stresssituationen funktioniert und wie die Wege zur inneren Stabilität aussehen. Diese Impulse bekommen Sie von Dr. Marco Freier von Münchhausen. Er ist einer der meistgebuchten Referenten und Coaches Europas. Seine Auftritte bei renommierten Wirtschaftsunternehmen und auf Kongressen haben europaweit bereits weit über 300.000 Menschen begeistert. Auszeichnungen hat er natürlich auch schon zahlreiche sammeln können. Trainer des Jahres 2002, Excellence Award 2005 und Conga Award, der Oscar der Veranstaltungsbranche 2007 und 2010 für hervorragende Leistungen als Trainer und Referent. Aber schauen wir doch mal gemeinsam, wie Sie Ihren inneren Schweinhund zähmen mit Dr. Marco Freier von Münchhausen an Ihrer Seite. Und wir fangen sofort mit einem Experiment an. Das Experiment findet in einem Becken statt, in dem Piranhas rumschwimmen. Ein Versuchsbecken, und eines Tages, als sie alle auf der linken Seite beim Frühstücken sind, kommt der Versuchsleiter und lässt mitten in dem Becken eine Glasplatte rein. Und nachdem sie gefuttert haben, Sie wissen ja, dass Piranhas, wenn sie nicht gerade an jemand rumknabbern, hauptberuflich Schwimmer sind, also flitzen sie wieder ins Becken rein, knallen an die Glasplatte, die sie nicht gesehen haben, und es tut weh. Aber die Viecher sind nun mal programmiert, dass es da weitergeht. Also nehmen sie nochmal Anlauf und nochmal Anlauf und nochmal Anlauf. Jedes Mal kriegen sie noch einen Deckel, jedes Mal tut's weh. Naja, anscheinend ist ja auf diesem Planeten, vielleicht haben Sie das auch schon gemerkt, Schmerz eines der wirkungsvollsten Arten, um im Leben ein bisschen umzulernen. Manchmal muss es jetzt richtig wehtun bei uns, bis wir checken, dass wir den Kurs unseres Lebensschiffes ein wenig verändern sollten. So auch bei den Piranhas. Also irgendwann haben sie es dann raus, dass das nicht bringt, gegen das, was auch immer das für sie sein mag, zu schwimmen. Dann schwimmen sie noch bis ganz kurz vor die Glasplatte und zurück, um wenigstens den verbleibenden Lebensraum auszunutzen. Und dann geht das Leben auch einigermaßen weiter, das heißt, die Viecher haben sich dran gewöhnt. Jetzt kommt 14 Tage später der Versuchsleiter und nimmt die Glasplatte wieder raus. Und die interessante Frage, die sich stellt, ist, was glauben Sie, was jetzt passiert? Tja, wer von Ihnen glaubt, dass Sie wieder rüberschwimmen? Einer, zwei, drei. Wissen Sie, ich bin jedes Mal so erleichtert, wenn es noch ein paar Optimisten im Publikum gibt. Gut, das spricht für die, die eben die Hand gehoben haben, aber trotzdem muss ich Ihnen sagen, die Viecher sind nicht weiter geschwommen. Denn sie hatten gelernt, nein, bevor jetzt die anderen anfangen, sich zu freuen, ist gut, dass ich die Hand nicht gehoben habe. Ich möchte ihnen schon noch eine Hintertür offen lassen. Was man nicht weiß, ist, ob sich nicht doch einmal ein Fischerl rüber verirrt hat und die anderen dann im Herdentrieb hinterher geschwommen sind. Es wurde halt nicht berichtet. Ich meine, Sie wissen ja, dass Experimente fast immer so ausfallen, wie der Versuchsleiter es geplant hat. Anscheinend sogar bei Abgaswerten. Gut, aber worum geht es bei dieser Geschichte, bei diesem Experiment? Es geht um die unsichtbaren Grenzen, die wir alle, Sie und ich, in unserem Leben mit uns rumtragen. Die sind sicher von Mensch zu Mensch verschieden. Die sind auch von Situation zu Situation verschieden. Aber ich glaube, dass wir alle immer wieder mal auf Grenzen dieser Art stoßen. Das geht sicher wieder schief. Was sollen denn da die anderen denken? Das sollte ich nicht, das schaffe ich nicht, es hat eh keinen Zweck und so weiter und so weiter und so weiter. Alle haben wir diese unsichtbaren Grenzen um uns. Naja, genau genommen haben wir sie in uns. Und die halten uns halt ab, etwas mehr aus unserem Leben rauszuholen, als wir es bis heute geplant haben. Und ich möchte Sie heute einladen, ein wenig mit zu experimentieren. Zunächst mal nur gedanklich, ob es nicht doch möglich ist, falls Sie das wollen, mal an der einen oder anderen Stelle auf behutsame Weise eine kleine Grenzerweiterung vorzunehmen. Und das habe ich eben sehr bewusst gesagt. An der einen oder anderen Stelle auf eine behutsame Weise eine kleine Grenzerweiterung. Wenn Sie das ab und zu mal angehen, können Sie sogar auf Dauer relativ viel verändern. Na gut, also angenommen, die eine oder der andere von Ihnen denkt sich jetzt gerade schon im Stillen, naja, eigentlich wüsste ich ja schon, wo bei mir mal so eine Grenzerweiterung fällig wäre. Falls Ihnen gar nichts einfällt, brauchen Sie nur zu Hause Ihren Schatz zu fragen. Der weiß ganz genau darüber Bescheid. Und trotzdem muss ich Sie warnen, die Grenzen sind scharf bewacht. Wann immer wir in unserem Leben mal den Versuch machen, aus unserer Bequemlichkeits- oder Komfortzone diesen berühmten Schritt in die Wachstums- oder Risikozone zu wagen. Genau in dem Augenblick taucht da auf der Wächter der unsichtbaren Grenzen in uns. Und das ist halt das, was man in unserem Kulturkreis den inneren Schweinehund nennt.
dann ist er da. Jetzt gerade? Ich weiß nicht, ob Sie jetzt gerade im Kontakt mit Ihrem inneren Schweinehund sind, sofern dieses sprachliche Bild, diese Metapher für innere Widerstände für Sie zutrifft. Naja, was ist denn jetzt gerade los hier bei Ihnen? Wenn ich Sie mir da so anschaue, wie Sie da sitzen. Also, ich würde mal sagen, Sie sitzen in einem relativ sicheren Gebäude. Auf einigermaßen bequemen Stühlen. Gut, die erste Reihe ist immer ein bisschen gefährdet, deswegen bleibt sie eben manchmal auch einigermaßen leer. Ab der zweiten Reihe nach hinten fühlen Sie sich schon sicherer. Sie wissen, in Münchhausen darf auch höchstens 45 Minuten reden. Dann wissen Sie, wer auch danach kommt. Dazwischen gibt es was Leckeres zu essen und zu trinken. Und wie Sie den Rest des Abends und des Tages und des Abends verbringen, haben Sie vermutlich auch schon auf dem Schirm. Also, das nennt man allgemein Komfortzone, in der Sie sich gerade befinden. Zumindest bis zu diesem Augenblick. Es sei denn, ich würde jetzt ins Publikum gehen, was ich gleich machen werde, um mir eine Person von Ihnen rauszufischen, was ich gleich machen werde, die ich dann bitten möchte, hier vorzukommen, um hier aus dem Stegreif 2 Minuten etwas zu den anderen zu sagen. Sie kriegen auch ein Mikro. Was, das werde ich Ihnen gleich mitteilen. Und sehen Sie, schon als ich das eben angekündigt habe, könnte es sein, dass eine Stimme, die bis dahin noch vollkommen ruhig war, plötzlich hellwach geworden ist. Hoffentlich kommt er jetzt nicht zu mir. Und sehen Sie, während ich in den Raum reingehe, die vorderen Reihen entspannen gerade. Blitzschnell, die Gefahr scheint vorüber zu sein, der wird sich schon nicht mehr umdrehen. Heute ist gerade noch mal gut gegangen, manche gucken auch weg. Haben wir früher auch gemacht, wenn ich nicht hingucke, werde ich nicht gesehen. Ah ja, da habe ich eine charmante Dame entdeckt. Aber Sie haben heute früh schon geahnt, irgendwas passiert. Also Sie können jetzt davor kommen, schnappen sich das Mikro, stellen sich hin. 2 Minuten ganz entspannt, können Sie eine kleine Rede halten, worüber Sie wollen. Nur nichts Berufliches, also möglichst viel privat. Frage, ganz ehrlich, das, was ich Ihnen hier gerade anbiete und vorschlage, halten Sie das für eine gute Idee? Nee. Sehen Sie, dieses Nee kam so authentisch und spontan, dafür verdient die Dame einen Applaus. Warum verdient sie einen Applaus? Das habe ich nicht ironisch gemeint. Weil sie genau in diesem Augenblick den Mut hatte, ehrlich zu sein und Nein zu sagen. Und auch das hat mit dem inneren Schweinehund zu tun. Überlegen Sie doch mal bitte, wie viele Dinge wir im Leben immer wieder tun, die wir oft gar nicht tun wollen. Aus Angst, wenn wir das ablehnen, was andere über uns denken. Im richtigen Moment einfach mal Nein zu sagen. Dazu gehört auch Mut. Lassen Sie mich mal ganz kurz fantasieren, was in so einem Augenblick innerlich im Gehirn ablaufen könnte. Und Sie können ja mal ganz schnell mitchecken für sich, was wäre vielleicht Ihre Reaktion gewesen. Theoretisch hätte es eben gerade jeder oder jeden hier erwischen können. Also nach meiner Erfahrung gibt es in so einem Augenblick 2 Arten, wie sich unsere Gedanken im Gehirn blitzschnell entfalten. Und da müssen wir gar nichts dafür tun, das geht von selber. Erste Möglichkeit, eine Stimme, die bis dahin noch völlig ruhig war, ist plötzlich hellwach, sagt, bleib bloß sitzen, du gehst da nicht vor, der Typ hat einen Schuss, das machst du nicht mit. Ja, Mai, wir sagen nicht immer alles, was wir denken. Und es wäre übrigens eine berechtigte Reaktion, weil es mir als Referent nicht zusteht, auf diese Weise jemanden aus dem Publikum hier vorzuholen. Das macht man nicht. Also das ist die eine Möglichkeit. Die andere, die mir allerdings auch immer wieder mal passiert, weil ich das immer an dieser Stelle im Vortrag mache, auch wenn ich vor 900 Leuten stehe, gehe ich ins Publikum und dann erwische ich zufälligerweise mal jemanden, der oder die gewohnt ist, vor Publikum zu stehen. Ja, dann springt die Person auf und rennt hier vor, die muss ich dann bremsen, weil das habe ich ja nicht gewollt. Und was passiert bei dem Menschen? Bildlich gesprochen ist dessen Schweinehund blitzschnell da vorne, checkt das alles und sagt, Mai, da kannst du herkommen, wir kennen uns aus, ist alles Paletti. Warum? Weil er halt nur da bei uns auftaucht, wo es ins Riskante und ins Unbekannte geht. Schauen Sie, ich fühle mich hier relativ wohl, weil ich das seit etwa 30 Jahren mache. Aber angenommen, ich müsste nur mit irgendjemand von Ihnen hier einen Tag lang beruflich tauschen. Ich vermute, dass in fast allen Fällen mein Schweinehund sofort zu mir sagen würde, um Gottes Willen, lass die Finger davon, das geht schief. Und daran merken Sie auch, dass er manchmal eben recht hat. Manchmal ist das die weise innere Stimme in uns. Wo ist er denn? Da ist er, ja, da. Die weise innere Stimme in uns, die uns von etwas Gefährlichem oder Unsinnigem abhalten will. Oft hat er aber auch nicht recht. Ich meine, es ist noch nicht endgültig erforscht, aber ich würde mal so schätzungsweise sagen, er mag in 10-20% der Fälle recht haben. Aber in 80-90% der Fälle hat er eben nicht recht. Und darum soll es heute gehen. Nehmen wir mal einen Bereich, wo ausgesprochen aktiv ist. Ich weiß nicht, ob Sie hier schon was von dieser Fitnesswelle mitgekriegt haben. Die versucht seit einigen
Jahren das Land in den Griff zu kriegen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen noch zu den Bewegungsresistenten gehört. Sagen Sie es lieber nicht, wird immer kritischer, sich damit nicht zu outen. Also ich unterstelle mal, es gibt doch noch ein paar hier und irgendeiner von den Bewegungsresistenten hat dann diesen berühmten Abend, wo er oder sie mit dieser festen Entscheidung ins Bett geht, okay, morgen früh um 6 Uhr stehe ich auf und gehe laufen, eine halbe Stunde, wird einem gleich miterklärt, drunter braucht man es ja nicht zu machen. So, mit dieser Entscheidung geht dieser Mensch abends schlafen. Aber es ist gut möglich, dass er am nächsten Morgen dann eine Erfahrung dieser Art hat. Da liegt er dann dick und fett vom Bett und raunt einem zu, oh, bleib doch noch ein bisschen liegen, ist doch so gemütlich hier drin. Nee, so einfach sind sie nicht zu kriegen. Haben eine Entscheidung getroffen, haben sie kundgegeben, wollen sie nicht auf sich sitzen lassen. Mit einem Fuß sind sie schon fast drüber über das Viech. Da fällt ihr Blick aus dem Fenster. Es regnet. Noch nie haben sie sich so über schlechte Wetter gefreut. Sofort kriegen sie ein paar Zusatzausreden. Du könntest dich erkälten. Du hast keinen wetterfesten Jogginganzug. Es ist glitschig draußen. Jetzt könnte es schon eisig sein. Wenn du dir was brichst, das kannst du dir beruflich nicht leisten. Oh. Spätestens, wenn Sie das hören, kriechen Sie völlig beruhigt in Ihre Koje wieder zurück. Wie ein Butler kommt er und serviert uns auf dem silbernen Tablett genau die Ausreden, die bei uns ziehen. Denn der innere Schweinehund in uns, das muss ich Ihnen leider auch sagen, ist hochintelligent. Der sieht, wie man bei uns in Bayern sagt, wo ist er, da ist er, ein bisschen deppert aus. Aber er ist wahnsinnig raffiniert. Man kann sogar sagen, je intelligenter der Mensch, desto raffinierter sind die Ausreden seines Schweinehundes. Das ist das Problem. Ja, ich sage Ihnen ganz offen, es war vor einigen Monaten eine Stelle in einem ganz kleinen Seminar, 12 Führungskräfte eines großen deutschen Pharmakonzerns, wo sich genau dabei einer der Herren mit einem breiten, selbstzufriedenen Grinsen zurücklehnte. Ich war etwas irritiert, ging auf den Herrn zu und sagte, Entschuldigung, was passiert denn bei Ihnen gerade? Da schaut der mich an. Sagt, wissen Sie, ich habe einen so raffinierten Schweinehund. Wenigstens darf ich jetzt annehmen, dass ich sehr intelligent bin. Gut, er ist nicht nur intelligent, er hat noch eine andere Eigenschaft, die uns allen zu schaffen macht, Ihnen genauso wie mir. Der innere Schweinehund futtert am liebsten menschliche Vorsätze. Kaum, dass wir einen Vorsatz fassen, schon ist er da, schlägt sich das Maul und versucht uns den wegzuschnappen. Und weil es für den inneren Schweinehund keinen besseren Leckerbissen gibt als menschliche Vorsätze, ahnen Sie vielleicht, wann einmal im Jahr ein riesengroßes Schweinehunde-Festival stattfindet? Was glauben Sie, wann ist Schweinehunde-Festival? Silvester, Neujahr und ich sage Ihnen, die feiern bis Mitte Januar rein. Okay. Wenn Sie heute gut aufpassen, könnte es sein, dass es nicht erst beim nächsten Silvesterfest, sondern vielleicht sogar ab heute bei Ihnen anders wird. Also schauen wir mal, wie man dem Schweinehund zur Leibe rücken kann. Übrigens, während ich jetzt weiterrede, bekommen Sie hier im Saal ein paar Umschläge verteilt. Ich möchte Sie nur bitten, schauen Sie, dass Sie einen kriegen, machen Sie noch nicht auf. Zu einem späteren Zeitpunkt machen wir damit eine kleine unterhaltsame Übung. Also jetzt Umschlag bekommen, festhalten und für später aufbewahren. Als erstes, damit Sie mit Ihrem Schweinehund klarkommen, möchte ich Sie einen Blick in die Trickkiste des Schweinehundes werfen lassen. Denn wenn wir die Tricks unseres Schweinehundes nicht kennen, haben wir keine Möglichkeit, gegenzusteuern. Der innere Schweinehund im Leben von uns Menschen ist wie ein CIA- oder KGB-Agent. Das ist ein Untergrundakteur. Solange der bei uns im Verborgenen agieren kann, wird er uns immer wieder auf die gleiche Weise leimen. An dem Tag, wo ich raus habe, wie er mich abgehalten hat, das zu tun, was ich tun wollte, ist das Problem noch nicht weg. Aber jetzt erst kann ich gegensteuern. Und deswegen ist es so wichtig, im Laufe des Lebens die Tricks des eigenen Schweinehundes kennenzulernen. Ich möchte Ihnen heute den allergemeinsten Trick zeigen, der interessanterweise bei jedem Menschen funktioniert und der jeder Verhaltensveränderung auf Dauer entgegensteht. Die gemeinste Falle, in die er uns locken kann, vielleicht haben Sie die ja schon mal erfahren, ist die sogenannte Ausnahmefalle. Ich kann mich noch gut erinnern, es war der 21. März 2003, als ich mal für mich eine neue Entscheidung getroffen hatte. Es war ein strahlender Frühlingstag. Und beflügelt von dem Wetter kam ich zur Kenntnis, dass es ziemlich unsinnig war, die 4 Kilometer zu meinem Büro immer mit dem Auto zu fahren. Ich wohnte damals im Süden von München in Pullach und da gibt es einen wunderbaren Fahrradweg am Isarhofer. Und ich habe gesagt, so von jetzt ab bleibt, was reine Bürofahrten betrifft, das Auto in der Garage und ich nehme das Rad. Um bei schlechtem Wetter nicht schwach zu werden, habe ich mir zusätzlich dann noch vorgenommen, im Bus zu fahren. Der hielt bei uns fast vorm Haus, der kam in ganz zügigen Abständen, 5 Stationen, eine runde Entscheidung. Ich habe es beschlossen. Ich habe es verkündet. Ja, ich sage Ihnen, ich bekam ein super Feedback von meinem Freundeskreis. Die fanden mich richtig klasse.
Daraufhin fand ich mich auch richtig klasse und fuhr stolz und umweltbewusst mit dem Fahrrad ins Büro. Genau 10 Tage lang. Und am 11. Tag geschah es. Ich komme aus dem Haus raus, es nieselt. Ich denke, noch Mai, nimmst jetzt den Bus? Da sehe ich bildlich gesprochen, wie mein Schweinhund an mir vorbeiflitzt, rennt zur Garage, dreht sich um, wedelt mit dem Schwanz, guckt mich an und sagt, komm, einmal ist kein Mal. Und springt auf den Rücksitz vom Auto. Was sollte ich tun? Ich habe das arme Viech ins Büro gefahren. Ja, ich habe schon noch mit mir gerungen auf den letzten Metern. Und dann habe ich mir gesagt, mein Gott, eigentlich hat er recht, von einmal wird jetzt das Ozonloch auch nicht größer. Und dann habe ich mir das vorgenommen, was wir vermutlich dann alle in so einer Situation uns vornehmen. Ich habe mir natürlich ganz fest vorgenommen, morgen fahre ich wieder mit dem Fahrrad ins Büro. Und ich fuhr am nächsten Tag wieder mit dem Fahrrad ins Büro. Ich fuhr am übernächsten Tag wieder mit dem Fahrrad ins Büro. Aber 3 Tage später nochmal eine Ausnahme zu machen, war nicht mehr so schwer. Weil ich ja schon eine gemacht hatte. Und habe ich noch eine gemacht, um das Ganze abzukürzen. Im Juni sitze ich mit einem Freund im Biergarten und erwische mich dabei, wie ich zum sage, vielleicht sollte ich mal wieder mit dem Fahrrad ins Büro fahren. So, das war das Ende der Geschichte. Was ich Ihnen erzählt habe, ist menschlich. Ich würde mal sagen, dass Sie das vermutlich auch schon mal irgendwann in Ihrem Leben so erfahren haben. Und jetzt ist aber interessant, was ist da wieder abgelaufen bei mir, ohne dass ich es gecheckt habe. Was ist geschehen? Ich habe es einmal ausfallen lassen. Das ist die Stufe 1. Dann habe ich es halt langsam schleifen lassen. Das ist die Stufe 2. Und am Schluss habe ich es sein lassen. Das ist die Stufe 3. Gewissermaßen können Sie sich das merken als den sogenannten Schweinehunde-Dreisatz. Ausfallen lassen, schleifen lassen, sein lassen. So kriegt er uns immer wieder. Ja, das ist Schweinehunde-Mathematik. Als Sie früher in der Schule Dreisatzrechnung gelernt haben, saß bildlich gesprochen Ihr Schweinehund im Nachbarklassenzimmer und hat gelernt, wie er sie austrickst. Und ich sage Ihnen, die Rechnung geht immer auf. Mit der ersten kleinen Ausnahme kommt die zweite im Schlepptau hinterher. Und ganz schnell sind Sie wieder beim alten Verhalten. Das ist der Joker des Schweinehundes. Und jetzt kommt eine gute Nachricht. Sie können ihm den Joker ganz einfach aus der Hand nehmen und zu Ihrem Joker machen. Wenn Sie in Zukunft nur auf eine einzige Sache Acht geben, lassen Sie in der Anfangsphase keine Ausnahme zu. Das ist die einzige Regel. Dann haben Sie gewonnen. Und die Anfangsphase ist nicht sehr lang. Wenn Sie etwas täglich machen, brauchen Sie erfahrungsgemäß nicht länger als 6 bis 8 Wochen, um ein neues Verhalten so in dem Nervensystem zu verankern, dass der Schweinehund Sie nicht mehr abbringen wird. Wenn Sie es wöchentlich machen, etwa 1/2 Jahr. Das ist die kritische Zeit. Danach sind Sie durch. Und wenn Sie heute nur diesen einen Tipp für sich mitnehmen, dann hat es sich schon gelohnt, wenn Sie ihn dann auch anwenden. So, das war ein Blick in die Trickkiste des Schweinehundes. Und jetzt ist die Frage, wie können Sie in Zukunft mit Ihrem weiter damit umgehen? Und übrigens, ob Sie jetzt die Figur des Schweinehundes für sich akzeptieren oder nicht, ist völlig egal. Sie können stattdessen auch einfach innere Widerstände setzen, die haben wir alle. So, wie können Sie damit besser umgehen? Meine Empfehlung wäre, lassen Sie ihm durchaus eine Nische, wo er leben darf. Denn vielleicht hat er ja auch eine positive Funktion. Vielleicht will er bei uns Menschen ja dafür sorgen, dass wir diese Qualität auch ab und zu mal im Leben haben. Und was Sie hier sehen, halte ich für einen ausgesprochen ressourcevollen und wichtigen Zustand. Ich könnte auch sagen, was Sie hier sehen, ist aktive Burnout-Prävention. Weil Menschen, die diesen Zustand sich gönnen, haben wenig Chancen, im Burnout zu landen. Umgekehrt, die mal im Burnout landen, haben diese Qualität oft nicht mehr bei sich. Also lassen Sie ihm durchaus eine Nische, ich rede von einer Nische, wo er leben darf. Im Übrigen müssen Sie natürlich, genauso wie ich, lernen, im Wettkampf mit ihm auf der Matte stehen zu bleiben und sich nicht mehr aufs Kreuz legen zu lassen. Also von jetzt ab wird es nur noch darum gehen, bis zum Ende des Vortrages, wie können Sie für das, was Sie sich vornehmen, so auf der Matte stehen bleiben, dass er sie nicht mehr aufs Kreuz legt. Aber lassen Sie ihm eine Nische. Okay, dann fangen wir an. Erstens möchte ich Ihnen die stärkste Software zeigen, die Sie für diesen Computer hier oben aktivieren können, den die Natur Ihnen mitgegeben hat. Denn wir vergessen im Zeitalter des Computers manchmal, dass diese 1,3 Kilo graue Gehirnmasse, die wir zwischen unseren Ohren und dem, was darüber ist, im Leben mit uns rumschleppen, dass das immer noch der beste Computer der Welt ist. Und auch dieser Computer hier oben funktioniert mit Software. Und wenn Sie jetzt die stärkste Software für Zielerreichung, Umsetzung und wenn Sie wollen, Zähmung Ihres Schweinehundes kennenlernen wollen, nehmen Sie doch mal bitte alle die Umschläge zur Hand, die Sie vorhin bekommen haben. Erst nur zur Hand nehmen, noch nicht aufmachen.
So, wenn ich Ihnen gleich das Startsignal gebe, möchte ich Sie bitten, dass Sie dann alle gleichzeitig die Umschläge öffnen. Sie werden darin eine kleine, ganz einfache Aufgabe finden. Sie lösen die Aufgabe und in dem Augenblick, wo Sie die Lösung entdeckt haben, stehen Sie einfach auf. Das ist alles. Auf die Plätze, fertig, los. Umschläge öffnen, Aufgabe lösen und wer die Lösung entdeckt hat, steht auf. Sie brauchen es auch nicht anzukreuzen. In dem Moment, wo Ihnen die Lösung ins Auge springt, stehen Sie einfach auf. Und die, die stehen, bleiben bitte stehen. Sie können ja mal anfangen, sich hier im Raum umzuschauen, ob Ihnen irgendwas auffällt an der Dynamik, wie sich hier im Raum die Lösungsfindung verbreitet. Ja, von hier sieht das so aus, dass es einen gewissen Ansteckungscharakter hat. Es gibt dann diese Theorien der morphogenetischen Felder. Ja, wo haben Sie es? Nee, Sie dürfen noch mal Platz nehmen. Auch noch mal Platz nehmen. Auch nicht richtig. Wo ist die Lösung? Nee, das stimmt auch nicht. Bitte wieder hinsetzen. Auch wieder hinsetzen. Stimmt auch nicht. Wo haben Sie es? Nee, stimmt auch nicht. Ja, richtig. Stopp! Wer steht, bleibt stehen. Wer sitzt, bleibt sitzen. Wo haben Sie es? Nee, Sie dürfen wieder Platz nehmen. Sie haben es. Okay, wir machen mal einen Blick in die Runde. Niemand steht mehr auf. Wenn wir das so anschauen, schätzungsweise würde ich sagen, hier stehen fast alle. Und da sitzen noch fast alle. Also, ich habe folgenden Vorschlag. Alle, die stehen, können sich völlig beruhigt wieder hinsetzen. Alle, die hier sitzen, können völlig beruhigt die Suche einstellen. Es ist alles in Ordnung bei Ihnen. Machen Sie sich keine Sorgen. Es ist nur ein Softwareproblem. Es ist kein Hardwareproblem. Mit Ihren Gehirnzellen und Synapsen ist alles okay. Ich möchte als erstes mal verhindern, dass sich hier bei Ihnen Übermut verbreitet. Ich möchte den Damen und Herren auf dieser Seite mal zeigen, warum da drüben kaum jemand auf die Beine gekommen ist. Es hat einen ganz einfachen Grund, weil die Aufgabe auf dieser Seite hier so aussieht. Wie schnell können Sie die Zahl finden, die sich rechts von einem Punkt oberhalb eines Sterns, unterhalb einer 5 und links von einem R befindet? Sie werden gleich merken, warum die lachen. Das ist die Aufgabe da drüben. Jetzt frage ich Sie, ob Sie mir zustimmen würden, dass es die gleiche Aufgabe ist. Sie ist halt etwas anders gestellt. Gut, damit bei Ihnen kein Frust übrig bleibt, zeige ich Ihnen, warum die anderen so schnell auf die Beine gekommen sind. Weil auf der anderen Seite des Saales die Aufgabe so aussieht. Wie schnell können Sie das Muster, was dann abgebildet ist, finden? Auch Sie möchte ich fragen, wenn Sie das vergleichen, ob Sie mir zustimmen würden, dass es die gleiche Aufgabe ist, sie ist nur etwas anders gestellt. Gut, ich kann Sie beruhigen, es läuft jedes Mal so. Es ist übrigens ausgesprochen amüsant bei firmeninternen Veranstaltungen, wenn der Chef da drüben sitzt. Okay, kommen wir vom Unterhaltungswert zum Nutzwert. Was steckt da drin? Warum habe ich Sie das gerade hier erleben lassen? Das, was Sie hier im Saal eben erlebt haben, ist die ungeheure Wirkung von Bildern auf unser Gehirn. Man kann sogar sagen, aufs ganze Nervensystem. Bilder haben aufs Gehirn eine 10- bis 100-fache Wirkung als Worte, Zahlen und Begriffe. Das kann man heute bis ins Molekularbiologische nachweisen. Wenn das Gehirn Bilder verarbeitet, entstehen Eiweißmoleküle. Und sehr vereinfacht ausgedrückt ist Eiweiß der Turbostoff im Gehirn. Während Worte und Zahlen auf das Gehirn kaum einen Eindruck machen. Natürlich stellt sich jetzt die Frage, was hat das denn mit Zielerreichung und Umsetzung zu tun? Ich habe doch vorher gesagt, die stärkste Software für Zielerreichung und Umsetzung. Ich bleibe aber dabei. Schauen Sie, wenn Sie von dem, was Sie sich vornehmen, ein wirklich klares Bild in Ihrem Kopf haben, wie das aussieht, wenn Sie es erreicht haben, dann entfaltet dieses Bild bei Ihnen Motivationskraft. Angenommen, Sie wollen mal zu Hause entrümpeln. Ich weiß nicht, ob Sie Keller-Speicher-Garagensyndrome kennen. Die einen horten es im Keller, die anderen in der Garage, die dritten auf dem Speichern. Da will man ja immer mal irgendwann entrümpeln. Also irgendwann nehmen Sie sich das vor. Wenn Sie wirklich schon ein klares Bild in Ihrem Kopf haben, wie die Garage oder der Keller hinterher aussehen, wenn Sie aufgeräumt haben. Sie sehen schon genau, wo dann die Regale sind, wo die Schränke sind, wo die Kisten sind, wo die Skier sind. Dann entfaltet dieses Bild Motivationskraft. Sie können das übrigens noch ganz einfach kombinieren mit der Technik, mit der Sie Spitzensportler mental vorbereiten. Nehmen wir beispielsweise mal Skislalomläufer. Was machen denn die Profis? Die gehen vorher den Hang hoch und prägen sich jedes der gesteckten Slalomtore ganz genau ein, bis die ein völlig klares Bild haben, wie dieser Slalom gesteckt ist.
Und dann fahren die im Geiste x-mal darunter und stellen sich genau vor, wie sie sich da durchfädeln werden, bis sie unten durchs Ziel rauschen. Wenn die wirklich dann beim Rennen starten, sind die diesen Slalom im Geiste schon 30, 40, 50 Mal runtergefahren. Und das ist als Bilderprogramm, man könnte sagen als Software, im ganzen Körper gespeichert. Ohne Mentaltraining haben die überhaupt keine Chance. Ja, dieser innere Schweinhund. Dr. Marco Freier von Münchhausen studiert übrigens in Genf, München und Florenz Jura, Psychologie und Kommunikationswissenschaften. Der charismatische Trainer ist als Bestsellerautor, erfolgreicher Unternehmer und Redner gefragter Gast in den Medien. Marco Freier von Münchhausen motiviert auf höchstem Niveau und bietet praxisnah, leicht umsetzbare Tipps für alle Teilnehmer. Auch zu den Themen, wenn die Konzentration verloren ging und wie sie sie wiederfinden. Raus aus den Unterbrechungs- und Multitaskingsfallen, Arbeitseffizienz im 21. Jahrhundert oder wenn die Wellen hochschlagen, gelungene Kommunikation in Stresssituationen. Ich durfte unseren Experten nach seinem Auftritt noch einige persönliche Fragen stellen. Kurz nach dem Auftritt hier beim zweiten Altenburger Wissensforum, jetzt bei mir am Interviewtisch Dr. Marco Freier von Münchhausen. Marco, wir kennen schon eine ganze Weile, das war heute wieder einer der perfekten Auftritte, kann man so schlechthin einfach mal sagen. Mit einem tollen Publikum, wie hast du es empfunden auf der Bühne? Toll, also hat total Spaß gemacht mit denen, die sind gut mitgegangen, so ein Publikum hat man nicht oft. Es ist natürlich auch so ein Thema, den inneren Schweinehund wecken, da gehst du natürlich ganz speziell ran. Also das Thema wird von dir aufgebrochen und zwar auch so, ja auch einfach untergebrochen, also verständlicherweise das aufgebrochen gemacht so, dass es wirklich bei jedem ankommt. Ich hatte das Gefühl, ich konnte dich ja beobachten und natürlich auch das Publikum beobachten, dass wirklich jeder Einzelne sozusagen hinter dem Thema stand, weil es geht auch jedem an, oder? Ich kenne bisher keinen, der nicht einen hat. Den inneren Schweinehund. Welche drei Eigenschaften, lieber Marco, sollte denn ein Speaker mitbringen, um seinen Beruf so erfolgreich wie du ausüben zu können? Also ich glaube, die erste Voraussetzung ist, dass man komplexe Dinge einfach verständlich vermitteln kann. Zweitens bildhaft, emotional und da sind wir auch schon beim dritten, unterhaltsam. Das sind die drei wichtigsten Dinge. Einfach, bildhaft, unterhaltsam. Das sind ja schließlich 45 Minuten. Es gibt teilweise Vorträge, die da jetzt in anderthalb Stunden. Da das Publikum immer die ganze Zeit an der Stange zu halten, bei der Stange zu halten, immer wieder auch unterhaltsam zu sein. Wie empfindet man das? Also wenn da zum Beispiel das Publikum vielleicht mal nicht mitgeht, schlägt man da vielleicht mal so einen Haken und sagt, okay, ich muss das anders herangehen? Ja, aber ich glaube nicht bewusst. Also ich erlebe das manchmal und weiß auch nicht, wie es mir dann gelingt. Es scheint irgendwie ein Segler, der halt, wenn du den hinterher fragst, wie er das jetzt geschafft hat, in dem Sturm durchzukommen, irgendwie schafft er es halt. Und man ist dann da. Es kommt die Zeit, wo man, glaube ich, nicht mehr so viel reflektiert, was man jetzt macht, sondern man macht es halt dann einfach. Wir wollen so ein bisschen auch hinter die Persönlichkeit schauen. Was ist denn deine Schwäche, die du vielleicht erkannt hast an dir? Mein innerer Schweinehund. Warum rede ich denn darüber? Ist es wirklich so? Ja, natürlich. Mhm. Wie gehst du mit deinem inneren Schweinehund um? Ich kenne ihn jetzt besser, aber ich habe ihn noch lange nicht im Griff. Das ist ein tägliches Ringen und die Leute brauchen bloß nicht zu glauben, dass wenn ich darüber rede, dass ich meinen schon fest im Griff habe. Das scheint eine lebenslange Aufgabe zu sein. Das macht auch manchmal Spaß. Gibt es dann Personen, deren Rolle du vielleicht mal übernehmen wolltest, so, wenn es nur für einen Tag ist? Es könnte eine ganz große Persönlichkeit sein oder vielleicht Kollegen? Ja, die Frage habe ich schon oft gehört. Also als meine Tochter mich das mal gefragt hat, habe ich ihr gesagt, ich würde, glaube ich, gerne mal einen Tag mit dem Dalai Lama tauschen. Oh. Und zwar einfach nur, um zu erfahren, wie diese Ruhe, die der ausstrahlt, sich anfühlt. Was sind denn dann neue Projekte, die du anstrebst? Gibt es das Neues, gerade im Jahr 2016, vielleicht ein neues Buch, neue Vorträge, neue Themen? Gibt es. Ich komme gerade zurück aus einer Schreibzeit, wo ich das Buch fertiggestellt habe. Es geht um Konzentration und wie wir es wieder lernen, ganz bei der Sache zu sein. Mhm. Etwas, was in der heutigen Zeit immer mehr verloren geht, in der ständigen Medienflut, Unterbrechungen. Wann sind wir eigentlich nochmal fokussiert bei einer Sache? Das ist das Thema des Buchs. Titel gibt es auch schon? Ja, es heißt Konzentration. Wie wir wieder lernen, bei der Sache zu sein. Wann kann man das Buch bekommen, wenn du jetzt fertig bist? Das dauert natürlich noch eine Weile. Ja, jetzt kommt Lektorat und dann wird es gesetzt. Und dann wird's wann denkst du, kann man damit rechnen? Es kommt zur Buchmesse im Ende September, Anfang Oktober raus. Volle Konzentration. Vervollständige doch bitte mal diesen Satz. Ich tanke am meisten Kraft und Energie, wenn? Einmal, wenn ich wie jetzt alleine für eine Woche, 10 Tage im Süden bin, aufs Meer schaue und schreibe. Aber auch, was ich leidenschaftlich gern mache, wenn ich Tango tanze. Ja, stimmt ja. Du bist ein Tango-Tänzer. Ja. Vielleicht die Vorteile eines Tango-Tänzers? Dass du, wenn du
wirklich, wenn du tanzt, kannst du alles vergessen. Du kannst nicht gleichzeitig auf deine Tanzpartnerin achten und über irgendwas nachgrübeln. Es ist ein völliges Aufgehen in einem Fluss, was vielleicht ein Musiker erlebt, aber ich kann kein Instrument spielen, weil mein Instrument sind die Füße. Also. Und du fühlst die Musik mit deiner Tanzpartnerin? Ja, es ist das Einssein mit der Partnerin, mit der Musik, mit der Bewegung und im Fluss. Lässt sich schwer in Worte fassen. Wir haben zum Schluss immer unseres Interviews haben wir die Frage, ist er nun ein Schoko oder doch ein Bärchentyp? Bärchen, ein ganz eindeutig. Warum? Weil ich mit Schokolade nicht so viel am Hut habe und die... Kann man sich besser einteilen. Außerdem kann ich von denen mehr futtern. Genau. Das ist auch bestes Futter für den inneren Schweinehund. Da kriegst du mehr davon. Also vielen, vielen Dank. Die Gummibärchen. Dr. Marco Freier von Münchhausen, der demnächst sein Buch rausbringen wird. Dann sind wir gespannt und vor allem voll konzentriert drauf. Dankeschön. Danke. Sie brauchen 100% Engagement, Motivation durch Werte und das mit dem renommierten Speaker und Coach Dr. Marco Freier von Münchhausen, dann sollen Sie Ihren inneren Schweinehund an die Hand nehmen und sich den Vorsprung durch Wissen sichern und diesen Experten jetzt buchen. Natürlich bei Speakers Excellence unter der Nummer 0800 77 11 99 11 oder auch im Netz unter www.speakers-excellence.de. Speakers Excellence Impulse jeden Mittwoch um 16.30 Uhr, immer mit einem anderen spannenden Thema, präsentiert von Top 100 Speakern. Nächsten Mittwoch Führen 4.0. Bernd Buchholz zeigt Ihnen, wie Sie partnerschaftlich führen können. Mehr als nur ein Impuls für Ihren unternehmerischen Erfolg.